Vor allem für die Wall Street wird nun sehr, sehr relevant, ob es zu einer harten Landung der Hochflieger, der Highflyer kommt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Wir hatten gestern ja diese Untersuchung der Federal Trade Commission, praktisch der Kartellbehörde, könnte man sagen, gegenüber den großen US-Tech-Konzernen. Es geht um Übernahmen, die damals zwischen 2013 und 2019 erfolgt sind und nicht meldepflichtig waren. Jetzt, wenn man sich diese ganzen Übernahmen mal anschauen und untersuchen, ob es da praktisch Bestrebungen gibt, hier Monopole zu erreichen. Wir wissen alle, dass das Monopole sind, dass natürlich eine Google ein Monopol hat, eine Amazon ein Monopol hat, auch Apple in manchen Bereichen zumindest Ansätze dazu hat. Jedenfalls ist das etwas, was natürlich jetzt in eine Situation kommt, als diese Aktien wahnsinnig gut gelaufen sind, aber als auch wahnsinnig viele Gelder in ETFs geflossen sind, die diese Werte vor allem abbilden. Und jetzt stellt sich die Frage, kann da eine harte Landung verhindert werden? Die Amerikaner haben sich nicht interessiert für das Coronavirus oder nur sehr peripher und interessieren sich nach wie vor nur sehr peripher dafür. Aber wenn ihre Lieblinge ein Problem kriegen, dann schaut es anders aus. Schauen wir uns mal an, wie die Wall Street gestern darauf reagiert hat. Wir sehen hier, als diese Meldung kam, bei allen Tech-Aktien in den USA, am stärksten bei Facebook, Einbrüche. Wir hatten aber auch Microsoft gestern mit dem größten, in Anführungszeichen, Abverkauf seit Ende August, nachdem die Aktie ja zuvor wahnsinnig stark gelaufen war. Wir sehen, dass Donald Trump gestern sogar ein Schild hochgehoben hat, The Trillion Dollar Club. Das war dann noch zu dem Zeitpunkt, als der Nasdaq auf einem Allzeithoch hantierte. Microsoft, Apple, Google, Amazon, MAGA. Steht ja auch für Make America Great Again. Das ist vielleicht eine Analogie, die er nicht gesehen hat, keine Ahnung. Jedenfalls war er stolz drauf und hat gesagt, das ist dieser Billionenclub. Der ist ganz toll, aber die FANG-Aktien, die haben das dann nicht so richtig gutiert, diese Meldung. Es ging zunächst mal deutlicher nach unten, vor allem für die Tech-Aktien. Jetzt ist die Frage, hier dann nochmal der Text, den Donald Trump gestern dann bei einer Pressekonferenz gesagt hat. Etwas redundant, wir haben jetzt 4 Billionen Konzerne etc., you have MAGA, jedenfalls war er da sehr, sehr stolz. Aber jetzt ist die Frage, geht das Ganze so weiter? Schauen wir uns mal an, wir haben Microsoft, Apple, Google und Amazon jetzt bei um und bei 5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung. Das sind 17% etwa derzeit des gesamten S&P 500. Alleine eine Apple und Microsoft zusammen sind deutlich mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Das sind Relationen, die natürlich ein bisschen schwierig sind. Klar, es sind überwiegend tolle Firmen mit tollen Geschäftsmodellen, sonst wären sie nicht in der Position, in der sie sind. Aber die Frage ist, kommt da jetzt Widerstand durch die Politik, durch die Regulatorik? Es wäre Zeit, denn diese Konzerne sind weitgehend sehr dominant. Wir haben übrigens beim S&P 500, in dem diese Aktien ja sehr stark gewichtet sind, jetzt den oberen Trendkanal erreicht, der seit dem Jahr 2009 besteht, also immerhin seit der Finanzkrise. Interessantes technisches Setup. Was wird weiter passieren? Wir haben auf der anderen Seite eben jetzt eigentlich die Situation, dass die Aktienmärkte, speziell der S&P, der Leitindex, eigentlich immer das tun, was sozusagen der Liquiditätsproxy tut, was sozusagen die Notenbanken tun. Und wir sehen, dass die Fed auch jetzt ihre Bilanzsumme nicht mehr ausgeweitet hat, dass die EZB ihre Bilanzsumme leicht reduziert hat. Wir sehen hier, dass der Global Liquidity Proxy doch tendenziell gefallen ist. Normalerweise ist das ein ziemlicher Einklang. Die S&P aber ist weiter nach oben gegangen. Wir haben jetzt seit weit über 400 Tagen keine 10% Korrektur mehr gehabt. Es gab da schon längere Strecken, vor allem zum Beispiel 90 bis 97 in diesen Jahren, da waren wir sogar bei 2553 Tagen. Dagegen nehmen sich diese derzeitige Rallye, die ja seit dem Abverkauf Ende 2018, im Prinzip seit Weihnachten 2018, nimmt sich da noch recht bescheiden aus. Aber es zeigt, dass wir da schon lange eben nichts mehr erlebt haben. In Sachen Coronavirus, wie ist da der Stand? Wir haben einen Rückgang der Infizierungsfälle um und bei knapp über 2000, nachdem die chinesischen Behörden ihre Erfassungsmethoden deutlich geändert haben. Gleichwohl bleibt die Zahl der neuen Toten mit 97 sehr, sehr hoch. Jemand, der in chinesischen sozialen Medien sehr wichtig geworden ist, nämlich Chen Qiushi,
der ein fantastisches Video gemacht hat, wo er die Lage beschreibt, die derzeit der Fall ist. Der ist plötzlich verschwunden. Vermutlich ist er zwangsweise in Quarantäne gekommen, wie Freunde vermuten. Das sind so Zeichen, dass die chinesische Führung nervös ist, dass man versucht, Leute, die ein bisschen die Wahrheit ans Licht zu bringen, dass man die weiterhin verfolgt. Wir haben auf diesem Kreuzfahrtschiff, das ja hier diese Infizierungen hat, wieder einen deutlichen Anstieg der Infizierungsfälle. Wahrscheinlich haben wir auf einem einzigen Kreuzfahrtschiff jetzt mehr Fälle als in der gesamten Restwelt. Wir sehen, dass das für Rohstoffe wichtig werden könnte. Hier ein gleichgewichteter Rohstoffindex, der jetzt in einer kritischen charttechnischen Situation ist. Wir sehen, dass man jetzt seitens Chinas darauf spekuliert, und die Amerikaner haben erste Anzeichen dafür gegeben, dass man sich darauf einlässt, dass China weniger Güter kaufen wird aus den USA aufgrund der aktuellen Situation und für die Märkte wichtig, für Apple wichtig auch. Foxconn will, sagt man, oder man hofft seitens von Foxconn, 50% der Produktion Ende Februar wiederhergestellt zu haben, im März dann 80% der Produktion und vielleicht noch ein paar Schmankerl aus China. Hier in der Provinz Yunnan muss man, wenn man ein Gebäude verlässt oder betritt, einen QR-Code scannen. Da frage ich mich, was macht eine 80-jährige chinesische Oma, die nicht mal weiß, was ein QR-Code ist, weil man dadurch erfasst wird, weil man dadurch besser kontrollierbar ist, eben wegen Coronavirus. Aber es eröffnet natürlich den chinesischen Behörden Tür und Tor, die Kontrolle über die Bevölkerung noch weiter auszubauen. Und hier zum Beispiel ein Artikel in der Global Times, der sagt, ja, wir müssen die Wirtschaft wieder jetzt an den Start bringen, schon um die Theorien des China-Kollaps hier zu konterkarieren. Für Xi Jinping sehr, sehr wichtig, wenn die Wirtschaft nicht läuft, wenn wir hier einen massiven Einbruch haben, dann ist das in Kombination mit diesen Kritiken, die da auch im Umgang mit dem Coronavirus, dieser Arzt, der verstorben ist, dieser Junge, der diesen Virus gemeldet hatte, dann erstmal eingesperrt wurde, ist das ein sehr kritischer, ein neuralgischer Punkt. Was machen die Charts? Wir sehen hier den Nasdaq 100 mit der Short-Bewegung gestern. Im asiatischen Handel geht es dann so leicht nach oben. Der Nikkei schließt positiv, die chinesischen Aktienmärkte um und bei unverändert, hat aber dann den Nasdaq 100 Future wieder ein bisschen nach oben gebracht. Wir sehen den S&P 500 mit einer deutlich geringeren Korrektur. Intraday 3367 und sehen, dass der DAX möglicherweise jetzt wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Vielleicht für den DAX gar nicht so schlecht die Situation. Würde Geld aus diesen Tech-Highflyern rausfließen, in das ja wahnsinnig viel Geld reingeflossen ist, dann könnte, da es zu Umschichtungen kommen, könnte man sagen, Mensch, Europa ist viel günstiger. Okay, Coronavirus ist ein Thema, das wird die nächsten Monate schwierig, aber längerfristig ist dieser Markt natürlich viel günstiger als die inzwischen sehr hoch bewerteten US-Tech-Highflyer. Wir sehen hier den DAX, wie gesagt, vielleicht heute auf der 13.700er Marke. Die Charts von Capital.com. Wir haben Euro-Dollar, der jetzt zumindest knapp über der 1,09er Marke handelt. Dollarstärke war ja das große Thema. Wir sehen, dass die Anleihenmärkte nach wie vor nicht entspannt ist. Wir sehen Dollarstärke. Wir haben auch Gold, das sich einigermaßen robust halten kann bei 3.565, und das amerikanische Crude Oil kommt auch nicht so richtig aus dem Quark, knapp unter der 51-Dollar-Marke. Also, wichtige Frage jetzt: Ist das nur ein kleines Intermezzo oder ist jetzt das Risiko für manche Investoren zu groß geworden, nachdem diese Tech-Aktien so großartig gelaufen waren? Sagt man sich, okay, ich habe jetzt eine fette Beute eingefahren, jetzt nehme ich mal die Chips vom Tisch, oder geht das Spiel einfach so weiter, weil man sich sagt, naja, was soll schon schief gehen? Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.